Circa 10 Sekunden, die er verliert auf den Führenden, auf Sebastian Giele. Aber trotzdem, die Hoffnung lebt noch, dass er den Titel gewinnen kann. Aber da muss jetzt schon ein echtes Finish von ihm kommen. Er hat noch 9 Kilometer Zeit bei der Herrenkonkurrenz hier zu zeigen, dass er Sebastian Giele noch vom Thron stürzen kann. Dahinter ist ein großes Loch bis zu den Verfolgern und dementsprechend. Ich glaube, das Rennen dementsprechend nehmen. Sie alle sind auf den Plätzen 2 bis 4 derzeit zu bestaunen und in Kürze dann auf dem Weg zum Ziel. Eine Runde, ja ungefähr 10 Kilometer. 4 Runden. Evelyn, come on, Evelyn. Ein kleines Lächeln haben wir rausgejuckt. Ja, und die ARD, danke der ARD, danke Ralf Holt. Das heute Morgen übertragen, wahrscheinlich fantastische Fernsehbilder gesehen. Top Martin Daniel Brühlhart oder auch Stefane Ledosso, Ledos von France oder Timo Mischig aus Deutschland. 11 Stunden. Ledosso, Ledos, from France.